So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch die ganze Zeit gewünscht, dass es endlich mit der Limo weitergeht. Natürlich wünschen wir uns das genauso, aber um euch einfach mal einen kleinen Zwischenstand zu geben, fahren wir heute mal zu David Motorentechnik und gucken mal, was der Motor so macht. Praktisch kann ich euch allerdings so viel schon verraten, es fehlt noch eine Blockversteifungsplatte, die haben wir nochmal abgeändert und dicker gemacht. Wir haben bis 11.30 Uhr gerade gewartet, diese Platte mitzunehmen, sie kommt aber einfach nicht an Laden, wobei jetzt sehe ich hier gerade DHL, vielleicht haben wir Glück und sie kommt jetzt gerade express gleich vorgefahren, dann können wir die Platte gleich mitnehmen. Und, biegt der links ab? Nochmal Zufall. Video gerettet. Er rollt tatsächlich gerade rückwärts vor. So, Video ist doch gerettet. Oh, sorry. Warte, wir müssen einmal den DHL-Fahrer hier rauslassen, dann geht's weiter. So, also, in diesem Karton sind ein paar besagte Teile, warum es an dem Motor nicht weiter ging. Das ist einmal die Blockversteifungsplatte. Die haben wir nochmal in dicker gebaut. Beziehungsweise Amstec Motors in der Schweiz hat das gemacht. Und genauso sind hier die fehlenden Teile drin, die uns noch fehlten, zum Kurwelle buchten. So, das heißt, wir können jetzt zu Kevin fahren und können immerhin euch schon mal einen groben Zwischenstand geben, wie wo was passiert. Aber das ist noch nicht alles. Zwei Punkte noch. Natürlich geht es in folgenden Tagen auch noch massiv mit der Limo weiter, kann ich euch versprechen. Da zünden wir noch ein paar Raketen vor Weihnachten auf jeden Fall. Und wir haben heute Vormittag unsere neue Klamottenkollektion gelauncht, Passion for Motorsports. Die wollten wir eigentlich zur Essen Motorshow launchen, hatten uns da ein ganz cooles Konzept überlegt. Leider alles flach gefallen. Dann haben wir mitbekommen, dass alle anderen drumherum ihre Kollektion launchen. Dann haben wir gesagt, komm her, wir sind mal so fair und verschieben das zwei Wochen nach hinten, dass einfach jeder so sein Zeitfenster hat, wo er es machen kann. Deswegen, ihr bekommt jetzt erstmal ein kleines Video dazu und dann sehen wir uns gleich bei David Motorentechnik. By being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. So, wir haben das Paket geöffnet. Witzigerweise war es tatsächlich so, wir wollten schon losfahren ohne das Paket, standen vor der Tür, haben kurz ein Intro gemacht und der DHL-Wagen kam vorgefahren.
weil der heute tatsächlich bei uns ein bisschen später kam. Also das war wirklich, eine Minute später wären wir ohne losgefahren. Also das hat sich genau gepasst. So, hier haben wir jetzt Version 2 von der Platt, wo wir versucht haben, beziehungsweise der Schweizer Amer, habe ich das richtig ausgesprochen? Weißt du noch, letztes Mal war noch? Amel, Amer, nee, mit R. Amer, weißt du, Amstec Motors, hat die Platte nochmal 5 mm dicker gemacht und schon mal die Löcher reingemacht. Sehr praktisch für uns. Nochmal ein bisschen, weil jetzt hat er einen RS4-Block da. Ich habe ihm RS4-Block vorbeigebracht. Konnte das nochmal ein bisschen besser schon mal machen. So, und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier so drauf passt. Okay, es passt immerhin schon mal. Das heißt, wir können auf jeden Fall nicht so verkehrt sein. Ja, das ist schön. Und für uns deutlich weniger Arbeit, wenn wir die Löcher nicht machen müssen. Mhm. Dabei fällt mir ein, eine Sache müssen wir erstmal noch mal kurz klären. Im letzten Video hatten wir ja was gesagt von eurem Viertelmeiler-Auto. Ja. Da war auch das Interesse recht groß nach. Also das müssen wir nächstes Jahr, wenn man noch mal irgendwann irgendwelche Veranstaltungen bereisen darf, müssen wir da auf jeden Fall noch mal irgendwo hinfahren. Ja, müssen allerdings noch das Getriebe erneuern. Ich habe ein neues bestellt, schon vor 2 Monaten. Und aus unerfindlichen Gründen ist das im Moment nicht lieferbar, weil das Getriebe momentan das Auto nicht fahrbar macht. Mhm. Ist praktisch derartig im Eimer, da geht sozusagen nichts mehr. Ich war froh, dass ich überhaupt noch zurückgekommen bin mit dem Ding. Das heißt, was für ein Getriebe kommt da rein? Da war bis jetzt ein 4L60E drin, ein elektronisch oder elektrisch geschaltetes. Und da kommt jetzt ein 4L85E rein. Das ist von General Motors so das dickste Getriebe für Big Blocks. Das kann so bis 930 Newtonmeter aushalten. Tatsächlich hält es noch ein bisschen mehr aus, weil wir planen ja ein Upgrade für das Fahrzeug. Meine bessere Hälfte hat zwar gesagt, nein, ich will nicht mehr Leistung, aber in dem Zuge ist das unumgänglich. Und da kommt ein Turbolader rein und jetzt sind wir bei 700 Hausfrauen PS, hatten wir ja schon gesagt. Und dann werden wir so auf 850, 900, 950 oder vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Und dann brauchen wir schon ein dickes Getriebe. Dann würde das, was da drin wäre, selbst wenn es heile wäre, sofort verrostet werden. Dann blieb nichts mehr übrig. Also Upgrades im Plan. Auf jeden Fall. Okay. So, Thema Platte. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Sieht auf jeden Fall noch mal massiver aus mit dieser 15 mm Platte jetzt hier, ne? Ist auf jeden Fall steifer. Kannst du noch mal ganz kurz den Sinn der Platte vielleicht erklären? Macht Chef persönlich ein bisschen. Für die es nicht wissen. Weil die Leute hören dir so krass gerne zu, dass wir eigentlich müssten wir nur die Kamera aufstellen und Tabellenbuch quasi nicht aufschlagen, sondern zuhören. Danke sehr. Danke an die Community. Jedenfalls ist es so, dass üblicherweise die Lagerböcke und der Bock und der Block selber voneinander getrennt sind. Das sind separate Teile. In diesem Fall beim Audi-Motor sind die mittleren beiden immerhin mit dem Block seitlich verschraubt. Aber es kann eine Relativbewegung stattfinden zwischen den Lagerböcken und dem äußeren Motorblock. Und durch das Verschrauben mit einer derartig dicken und damit auch steifen Platte wird der gesamte Block so ausgesteift, dass diese Relativbewegung zwischen dem Lagerbock und dem Motorblock praktisch nicht mehr stattfinden können. Das gilt nicht für Serienmotoren. Für Serienmotoren ist das alles ausgereift und funktioniert. Aber wenn man jetzt die Leistung und Drehmomente in exorbitante Höhen schraubt, so wie ihr das macht, dann kommt man natürlich auch an die Grenzen des ursprünglich mal für irgendetwas anderes hergestellten Blockes. Und dann fangen Dinge an, sich zu bewegen, die sich eigentlich nicht bewegen sollten. Und speziell festgeschraubte Lagerböcke. Das ist dann so, wenn das Drehmoment sehr, sehr hoch wird, dann wird eventuell die Spannung, die Vorspannung der Schrauben überwunden. Der Lagerbock hebt mikroskopisch ab bei einem Zündtakt und federt dann danach natürlich wieder zurück. Das heißt also, wir haben eine pulsierende mikroskopische Bewegung. Dadurch entsteht dann ein Materialabtrag. Wir haben dann eine Art Mikro-Relativbewegung zwischen Hauptlagerbock und dem Motorblock. Und dann finden Materialübertragungen statt. Es wird Material angeschweißt vom Lagerbock auf den Motorblock und umgekehrt. Und die Oberfläche wird zerstört und dann irgendwann hast du Spiel dazwischen. Und dann wird der Lagerbock sich komplett losrappeln und dann versagt praktisch der Block und dann hast du einen massiven Motorschaden, hast du einen Lagerschaden.
Und wir kennen das von einigen unterdimensionierten Motoren, von denen man denkt, ach, wir haben beim amerikanischen V8 viel Hubraum, da können wir dann viel Leistung draufpacken. Und dann versagt nämlich genau dieser Teil, der nicht für die doppelte Leistung gedacht war. Und dass das alles so viel aushält hier bei euch, bisher in dem ursprünglichen Zustand, ist schon eine tolle Sache. Man kann den Ingenieuren von Audi sagen, Jungs, habt ihr gut gemacht. Aber diese Vorsichtsmaßnahme, den Block weiter auszusteifen, scheint mir da extrem. Also ich hatte mal einen, den ich komplett radikal mit Nitro gesprengt habe. Mhm. Und da war es dann tatsächlich so, da konntest du, nachdem du es zerlegt hast, den Bock einfach so rausziehen, ja, weil der ganze Block schon so auseinandergegangen war. Und diese Böcke, man sieht ja jetzt, wie die hier noch, dafür, dass sie gerade nicht verschraubt sind, richtig Vorspannung drin haben. Ja. Und das war da, da konnten wir es wirklich einmal sehen, wie es dann doch weich wurde. Und deswegen ist das halt reine Vorsichtsmaßnahme erstmal. Ne? Mhm. Diese ganze Thematik mit der Trockensumpf, hier kommt ja eine Trockensumpfanlage drauf, wird auf jeden Fall auch nochmal extrem interessant. Der Herr möchte nämlich auch dann gerne auf jeden Fall einmal mit herkommen. Ja. Weil diese ganze, man muss sich das so vorstellen, dieses Ölsumpf unter der Kurbelwelle, das ist wohl wirklich kriegsentscheidend in dem Fall, wie sich das Öl verhält, wenn, ob das anfängt zu schäumen und so weiter. Ja. Und deswegen hat er sich auch nochmal Gedanken bei dieser Platte gemacht und hat auf der einen Seite nochmal diese Einfräsung und nicht komplett geöffnet, mhm, und so weiter. Also das ist wohl ziemlich, ziemlich kriegsentscheidend durch die Drehbewegung und so weiter der Kurbelwelle, wie das Ganze da gestaltet werden muss. Mit, ja, der Absaugung und so weiter. Deswegen ist das Ganze ein bisschen komplexer aktuell. Auf die Teile hatten wir nämlich auch noch gewartet. Vorne auf den Schwingungsdämpfer, das ist jetzt nicht der richtige, da kommt ein anderer, wird dann dieses Teil geschraubt. Das kommt da so mehr oder weniger so rein, das ist bündig drauf. Dann haben wir hier nämlich, falls man es irgendwann mal braucht, nochmal eine zusätzliche Drehzahlabnahme. Original hat er das hinten auf dem Schwungrad durch das Getriebe durch. Falls man aber irgendwann mal zum Beispiel ein anderes Getriebe oder sowas fahren will, ist es immer schon mal cool, sowas vorbereitet zu haben, weil wir das Ganze ja noch schön wuchten wollen am Stück. Hm. So, das heißt, dies ist der Antrieb für die Trockensumpf. Hier kommt ein Zahnrad mit einem Keilriemen drauf. Das haben wir nochmal einmal hier gebraucht mit. So sieht das Ganze aus. Das heißt, wir haben dann wirklich eine externe Ölpumpe, die richtig über den Keilriemen angetrieben wird. Macht aber schon Sinn, alles zusammen zu wuchten bei euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen dieses Rad. Man sieht ja, es hat hier zwei Zähne ausgespart. Das ist ja so ein 60-2-Trigger-Rad, hat hier automatisch eine Unwucht durch die Konstruktion. Und das sollte man ausweichen. Auf jeden Fall, ne? Mhm. Okay. Ja, das heißt, was müssen wir jetzt noch machen? Wie geht's? Wie ist die sinnvollste Reihenfolge hierfür? Wir brauchen die passenden Stehbolzen, mhm, von der Länge her. Weil das sind ja nicht die passenden Stehbolzen dafür und die anderen Stehbolzen, die ursprünglich für die andere Platte gebaut waren, waren zu kurz. Zu kurz, weil die Böcke auch höher sind und so weiter. Ja, das heißt, die Platte ist dicker, die Stehbolzen müssen länger sein, also werden neue Stehbolzen angefertigt. Dann schrauben wir das Ganze zusammen, roden das durch und dann können wir den Rest des Blocks in Angriff nehmen. Mhm. Okay, das heißt als allererstes auch hier wieder die Lagergasse herstellen? Ja. Dann geht es weiter, bohren, hohen. Und die Nutenfräsen für die Kupferringe. Genau, das ist dann auf jeden Fall nochmal eine extrem interessante Technik-Sache, sage ich jetzt einfach mal. Nur kurz zusammenfassend, das ist einfach nur eine Nut oben in der Zylinderkopfdichtfläche, die einfach nochmal ein bisschen mehr Vorspannung auf die Kopfdichtung erzeugt, dass es nochmal besser abdichtet. Okay, das heißt, die Platte können wir jetzt aber so verwenden, oder? Ja. Nochmal eine andere. Ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass die ganzen Löcher alle zu groß sind. Aber es ist ja in dem Fall so, dass es hier eine M7-Gewinde, dass die Ölwanne, die drunter kommt, man schraubt ja die Platte quasi nur zwischen. Ja, man benutzt ja sowieso Dichtmasse dazwischen. Das, mhm, geht ja gar nicht so trocken. Das soll eine Thematik sein, da bin ich gespannt. Ich selber bin noch nie mit einer Zwischenplatte gefahren. Da haben einige gesagt, das ist eigentlich immer und nicht. Dazu kann ich jetzt konkret nicht sagen, weil es hängt vom Motor ab. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass das bei dem einen Motor kritisch sein kann, bei dem anderen Motor weniger. Tatsache ist auf jeden Fall, je mehr Leckagemöglichkeiten man hat, umso höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit für Leckagen. Das ist genauso, mhm, wie bei einer Trockensumpfschmierung. Man hat dann mal hier und da ein Tröpfchen dranhängen. Mhm. Aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Es handelt sich ja hier nicht um den Motor, mit dem die Hausfrau zum Einkaufen fährt. Nee. Und auch mit dem dicken Öl da drin. Oder, mhm, schon. Und noch, jetzt gerade ist hier sogar auch noch ein bisschen Überstand. Das wird dann, das plant ihr ganz am Ende, plant ihr einmal komplett rüber, ja, dass, ja, das, ja, komplett plant ist. Ganz genau. Mhm. Das wird auf jeden Fall auf eine Höhe gebracht. Mhm. Okay. Sieht aber sonst schon, sieht schon massiv aus. Gibt es irgendwelche Berechnungen oder irgendwie sowas, die sagen, dass so viel Zentimeter mehr an Platte, so und so viel mehr PS irgendwie?
Ich denke, das ist annähernd unmöglich. Wenn man realistisch ist, müsste man eine finite Elemente-Analyse des Blocks und der Platte machen. Es gibt Hochschulinstitute, die dazu in der Lage sind. Das wird gemacht bei Serienmotoren, bei großen Schiffsdieseln, um sicherzustellen, dass bestimmte Bereiche nicht überlastet werden. Die Frage ist jetzt, wie teuer ist das Ganze, wenn man das von einer Hochschule berechnen lässt? Naja. Wie lange dauert das? Ich glaube, in diesem Fall ist man mit, wir bauen das zusammen, wir wissen, dass es steifer wird. Es ist ja nicht so, dass der Block dadurch geschwächt wird, sondern im Gegenteil, wir machen es ja steifer. Dann haut der Philipp da mehr Leistung drauf und dann wird man sehen, ob es hält. Ob es hält oder nicht, ne? Ganz genau. Das heißt, ganz wichtig wird bei so einem Motor auch sein, wahrscheinlich idealerweise zerlegen, was bevor es kaputt ist. Dass man so ein bisschen so am Lagerspiel und am Tragbild der Lager vielleicht schon sieht, ob das alles so passt oder da ein Verschleiß sich ankündigt. Man kann das flugmotorenmäßig machen. Die haben die Dinger früher auf den Prüfstand gepackt und nach dem Prüfstandslauf auseinandergenommen und dann geschaut, ob es irgendwelche Schwachstellen gibt. Und wenn das alles in Ordnung war, wieder zusammengeschraubt. Das kann man machen. Es ist eine Frage des Leistungsniveaus, weil wir wissen ja, dass bei den Top-Fuelern die Motoren nach jedem Lauf auseinandergenommen werden. Das will man ja hier nicht. Aber bei einem derartig hochgezüchteten Motor wird man um eine Zwischenstandskontrolle nach einer gewissen Laufzeit nicht umhin können. Das ist bei allen Leistungsklassen so. Je höher das wird, umso mehr Pflege und Kontrolle muss so ein Motor haben. Wie gesagt, ich bin persönlich beeindruckt, dass das Ding bis jetzt schon so viel Dampf hat. Ich finde das unglaublich, weil wir mit den größeren Hubräumen zu tun haben, weniger Leistung in mehr Hubraum. Von daher, Hut ab. Okay, ich wollte gerade fragen, was ihr dem Ganzen zutraust, aber die Frage können wir uns dann auf jeden Fall sparen, weil du ja schon sagtest, wir sind eigentlich eh schon am Limit. Das ist übrigens auch ein sehr cooles Teil. Das eigentliche Zahnriemenrad ist auch aus dem Vollen gefräst. Das ist nicht mehr so einfach originales Rad und fertig, sondern da gab es immer Probleme, dass wenn man so wie so ein Verrückter früher die Allradstarts immer durchgezogen hat, dann ist diese Nase immer weg. Und es hat sich einfach verdreht auf der Kurbelwelle und zack, alle Ventile krumm. Kein Mensch kann dir erklären, was es wirklich mit dem Allradstart auf sich hat. Ja. Weil man denkt ja eigentlich, das ist einmal Kurbelwelle, einmal oben Nockenwellen und so weiter. Wie hängt das zusammen? Aber irgendwie muss dann doch beim Einkuppeln dieser Schlag auf die Kurbelwelle so krass sein, aus hoher Drehzahl auf weniger Drehzahl in dem Moment, dass in dem Moment das Rad immer abgeschert wird. Darf ich das mal sehen? Selbstverständlich. Du musst das ja auch noch montieren. Das ist cool gemacht. Die Nut für den Keil ist rein erodiert. Das hat jemand gemacht, der sich damit auskennt und das Äußere des Wells gefräst. Das ist schon. Da sind mehrere Technologien drin vereint, die wir nicht bieten können. Das ist schon beeindruckend. Wenn man darauf guckt und sich das anschaut, dann sieht man schon. Wir haben eine rechteckige Nut für den Keil und die ist von oben eingebracht und die ist scharfkantig und sowas kann man nicht fräsen. Sowas kann man nur erodieren, senkerodieren. Und ja, das kann auch was. Also da hatten wir seitdem nie wieder irgendwelche Probleme mit. Ja. Das hat wirklich gut funktioniert. Ja, ich freue mich drauf. Ich kriege übrigens, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Soweit sind wir noch gar nicht in der Limo-Geschichte. Wird auf jeden Fall cool. Darf man neugierig fragen, welche Leistung projektiert ist? Eigentlich die gleiche wie vorher. So, also es waren ja das meiste, was wir bisher gemessen hatten, waren 1270 PS. Praktisch sind wir uns aber eigentlich auch der Meinung, dass es mehr Leistung schon gewesen sein muss, weil wir haben mit Hydro-Nockenwellen 1230 PS gehabt, mit den mechanischen Wellen 1270. Das Auto ist dazwischen aber schon exorbitant schnell geworden. Von Zwischenwerten her. Also das passt nicht zu 40 PS, sondern müssen eher so, ich sag mal so 70 bis 100 PS gewesen sein. Also ich sag mal 1300 echte wird er schon gehabt haben am Ende. Und hattet ihr die 1270 gemessen auf der Rolle? Ja, ja. Man kennt ja die Walkverluste nicht genau auf dem Rollenprüfstand. Das ist deshalb, je höher die Leistung ist, umso größer ist der Anteil der Walkverluste. Und Walkverluste bedeutet einmal, wie das sind die Verluste des Reifens auf der Rolle. Und da kannst du dann spannen, so viel du willst, auf die Rolle. Irgendwann zerstörst du praktisch die Karkasse des Reifens. Das haben wir neulich hinbekommen, ja. Ja. Und dann brauchst du auch praktisch keine Leistungsmessung mehr durchführen, weil
der Reifen das im Prinzip nicht mehr auf die Maschine bringen kann. Das war auch so ein bisschen unsere Vermutung, weil die 1230er Messung, die schwächere Messung, ja, die habe ich mit, ich sage jetzt mal, dickeren 19 Zoll Reifen gemacht. Mhm. Und die 1270er Messung habe ich dann mit einem ganz flachen 20 Zoll Reifen gemacht, der natürlich dementsprechend weniger übertragen kann. Und deswegen ist unsere Vermutung so, dass das genau so der Übergang war zwischen Schlupf und kein Schlupf und so, ja, weiter, dass das so, dass es auf jeden Fall ein bisschen mehr war. So, jetzt sind natürlich Turbolader ein bisschen größer, die Wastegate-Regelung ist ein bisschen schöner. Mhm. Mit Trockensumpf sollte ja eigentlich Wirkungsgrad von dem Motor auch ein bisschen besser werden. Ich liebe Trockensumpfschmierung. Ja, deswegen wird das auch der Amer. Ich hoffe, der Name ist richtig. Wenn ich es jetzt wieder falsch gesagt habe, tut es mir leid. Auf jeden Fall Amstec Motors aus der Schweiz. Ich war da übrigens zu Besuch. Der baut tatsächlich diesen Motor mit der Trockensumpf in ein Lupo. Mhm. Lupo vorne rein. Allrad-Lupo, also gefühlt besteht das Ding eigentlich nur aus Achsen und Reifen und dann so ein Motor drin, ne? Ja. Als Single-Turbo. Was wiegt das Auto daneben? Weiß man das? Ich habe zufällig meine Waage nicht mit in dem Moment, das hätte ich immer gewogen. Ich würde mal jetzt so aus dem Bauch heraus sagen 1100, denke ich mal schon, so 1000 bis 1100. Darf ich fragen, was deine RS4-Limo gewogen hat? Die hat, also als ich ursprünglich damit mal angefangen habe, als das Auto einfach nur fertig, da stand 1660 Kilo. Mhm. Das war so der allererste, ja, Step. Dann habe ich angefangen mit so ein bisschen zu gucken, wie, wo, was. Dann waren wir relativ schnell so bei 1450. Das war so das Gewicht, wo ich die meiste Zeit rumgefahren bin. Und jetzt ganz zum Schluss muss es irgendwo so im Bereich 1350 gewesen sein. Mhm. Mit den ganzen Carbon-Teilen und so weiter. Ja. So, das neue Auto wird spannend. Mein Ziel ist es eigentlich irgendwo um die 1200 rum. Mhm. Also das wäre schon Ziel. Hoffentlich. Mal gucken. Ihr macht das. So, und das heißt, wenn so ein Motor dann am Ende 1300 hat, vielleicht 1400. Also es gibt auf jeden Fall V6 mit 1400. Es gibt einen Kombi aus Wolfsburg, der Basti. Der hat tatsächlich auf dem gleichen Prüfstand, wo ich diese 1270 gedrückt habe, hat der 1440, glaube ich, gedrückt. Ist ja schon sportlich. Das Steuergerät hat nur einen 3 Bar Ladrucksensor und er weiß gar nicht, was er an Druck gefahren ist, weil es schon außerhalb des Messbereichs war. Ne? Ja. Also ist eigentlich schon, muss ich auch immer wieder sagen, der Block ist eigentlich schon, es kann schon was so. Ja. So, jetzt erstmal, das war jetzt schon wieder jede Menge Theorie, damit es jetzt auch noch ein bisschen witziger wird hier. Sind unsere Pläu fertig? Ja, das wäre doch mal hier. Pläulager größer als das Hauptlager. Ja. Was ist das? Jetzt erwischen wir den falschen Fuß. Hanomag, 3 Zylinder, 3,4 Liter, 60 PS ungefähr. Baujahr 1958. Gibt es für sowas noch Pläulager zu kaufen oder fertigt ihr dann jetzt hier sowas irgendwie nach? Oder nein, tatsächlich ist es so, es gibt diese Lager zum Teil noch zu kaufen. Das sind praktisch Rohlinge, die werden eingesetzt und dann wird das Pläulauge auf Maß gebohrt. Ah. Bei den Traktormotoren macht man das üblicherweise so bei diesen alten, wenn die einen Lagerschaden haben, dann wird die Kurbelwelle einfach nur geschliffen, bis sie so gerade eben wieder glatt ist, bis man also einen runden Zapfen hat ohne nennenswerte Verletzungen. Und dann nimmt man, damit man so wenig wie möglich geschliffen hat, das Maß, das der Zapfen hat und überträgt es praktisch mit Spiel auf das Pläulager. Das heißt, da kann es passieren, dass dann alle Zylinder unterschiedlich sind eigentlich? Ja. Mit der Zeit? Ja, ja, ja. Das ist komplett üblich. Aber so ein Lager jetzt hier, ist sowas für so ein, ich sag jetzt mal, verschlissen dann schon oder wird sowas wieder eingebaut? Nee, das ist schon verschlissen. Für uns wäre das verschlissen, aber man muss dazu sagen, dass ja diese Traktormotoren mit sehr, sehr niedriger Drehzahl fahren und auch sehr lange halten. Und das sind ja Oldtimer-Traktoren. Mhm. Die müssen ja nicht mehr jeden Tag ackern. Und das sieht nicht schön aus und für einen Motor, der eine hohe Drehzahl fahren würde, wäre das auch untauglich mittlerweile. Aber bei einem Traktormotor kannst du sagen, das hält bestimmt noch ein paar tausend Betriebsstunden. Man staunt. Aber es ist so. Aber krasses Teil, Alter. Mhm. Wie viel Hubraum ist das denn hier? Ja, das waren 3,4 Liter. Echt? Ja. Was wiegt das Ding? Was sagt deine Waage im Arm? 4,5 Kilo. Muss einmal ablegen. Zu lange jetzt in Hand gehabt. Mhm. Habt ihr eine Waage hier? Ja, also im Schätzen immer so ganz gut. Ja, dann hauen wir jetzt einen raus. Ja, jetzt habe ich die so lange in der Hand gehabt. Also ich muss mich erstmal, muss ich wieder ein paar andere Sachen in der Hand nehmen.
stehe ich unter Druck hier. Ich würde sagen, so 5,5 Kilo. 5,5 Kilo? Ja. Da bin ich mal gespannt. Hm? Ja, so ein Ding. Was hast du? Hast du mal gewogen? Nein, habe ich auch. Um die 4,5 Kilo ungefähr. Mal sehen, wer näher dran ist. 4,5? 5,5. Da war Miguel besser, hat er gewonnen heute. 4,2 zu 4,5. Okay, krass. Passt aber. 4,2 Kilo. Mhm. Gewinnspiel, natürlich gibt es heute wieder was zu gewinnen. Problem ist nur, da müssen wir jetzt hoffen, dass das so alles passt. Heute der Kommentar mit den meisten Likes in einer Woche kriegt einmal, ich habe ja Anfang des Videos angekündigt, dass wir eine neue Klamottenlinie habt, kriegt einmal das ganze Outfit zugeschickt. Sehr geil. Finde ich gut. Heißt 3 T-Shirts, Zipper Hoodie, Cappy, Beanie. Also fleißig kommentieren. Und vielleicht habt ihr die Chance, am Ende das zu gewinnen. So, okay, nach meiner Niederlage jetzt gerade. Ja, ich habe es zu lange in der Hand gehabt. Das geht immer bei Gewichten immer nur, man muss es gleich hochnehmen. Mhm. So gewöhnt man sich dann dran, so wie es so links, rechts kippelt und so. Egal. Ja, ich habe gesehen, ihr habt nebenan noch einen Motor in der Halle stehen. Den würde ich eigentlich gerne mal kurz zeigen. Bitte. Jederzeit gerne. Ist mal eine ganz andere Technik. Und zwar habt ihr das gerade eigentlich gesehen, 125er, Zweitakt. Das ist das Gegenteil von 125, aber auch ein Zweitakt. Wir sind jetzt hier bei euch, das ist euer Montagebereich. Ne? Haben wir, glaube ich, gar nicht gezeigt bisher. Ne? Nee. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Hier, so ungefähr stelle ich mir das am Ende auch vor. Einen schönen Rollwagen mit Kühler vor. Lasst ihr die alle mal laufen vorher, ne? Bevor ihr ausliefert, die Motoren? Das war in dem Fall zwingend erforderlich, weil dieser Motor hatte eine Kühlwasserleckage im Inneren. Mhm. Der hatte Dichtringe, die bei der letzten Überholung vor 15 Jahren von irgendwem nicht erneuert worden sind. Und da lief dann das Kühlwasser direkt ins Motoröl. Und dann sollten wir die Leckage beseitigen. Der Nachteil bei diesen Motoren, weil die aus Alu sind und aus den 50er Jahren, die sind oft sehr korrodiert. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man diese Dichtringe erneuert, die Fläche ein bisschen glättet, das Ganze mit Dichtmasse zusammenbaut, ist das jetzt dicht, ja oder nein? Mhm. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir die Motoren einmal Probe laufen lassen, dann können wir oft eine Grundeinstellung liefern, im Hinblick auf Zündung und Vergaser, dass der Kunde auf jeden Fall weiß, ich nehme den Motor, stecke ihn ins Auto und wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe, springt der an und läuft. Dann ist er natürlich noch nicht abgestimmt fürs Auto. Man weiß auch nicht, ob das Kühlsystem im Auto einwandfrei funktioniert, aber der Motor läuft erstmal. Und vor allen Dingen, man hat keine Überraschungen wie Kühlwasserleckagen oder Ölleckagen. Ja. Nur in dem Fall war es wirklich so, das sind relativ alte, vergleichsweise teure Motoren. Und da ist das schon unangenehm, wenn man das nicht vorher laufen lässt. Mhm. Wir hätten es ja nicht sagen können. Ist das hier Kohlenwänggehäuse in Lüftung am Peilstab? Ja, so war das damals, genau. Rauf auf die Straße. Yeah. Ja. Theoretisch Peilstab für Öl geht ganz unten genau in die Ölwanne und tatsächlich raus. Entlüftung unten raus. Geil. Mhm. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, das ist ein BMW-Motor aus den 50er Jahren, an dem die Firma fast pleite gegangen ist. Weil? So schlecht? Weil nein, der war in der Produktion so teuer, auch die Autos waren so teuer, dass sie damit nichts mehr verdient haben. Die haben Verlust gemacht. Mhm. Okay. Kam da damals richtig was raus oder tropfte das nur hier da mal so ein bisschen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass die Volvo-Motoren und so weiter das auch hatten. Der Guido, der hier üblicherweise in der Montagehalle schraubt, sagt immer, man müsste sich mal alte Filme angucken aus den USA. Da sieht man, dass der Mittelstreifen, da wo die Autos und Fahrzeuge fahren, zwischen den Rädern immer dunkel war. Das wäre das Öl, das dann aus den Motoren getropft wäre. So, hier haben wir den Kollegen. Ich finde, das Erste, was ich bei solchen Dingern immer so krass finde, ist, wie einfach alles übergespritzt wird am Ende. Ne? Egal ob Schlauch, Schelle. Ja, das ist jetzt halt Militär und die machen das so. Das ist. So, erstmal Diesel, aber als Zweitakter. Richtig. Und das Ganze war so. Wo kommt das ursprünglich her? Aus Panzer? Oder wo? Das ist aus dem Panzer. Das ist praktisch so mit in der kleinste Panzermotor, den es damals in den 80er Jahren gegeben hat.
Und das Ding wird dann komplett gekapselt an den Panzer geschraubt? Nein, 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 nein. Das hier ist eine Transportbox. Richtig eine gummigelagerte Transportbox? Ja, gummigelagerte Transportbox. Man sieht hier eine Abdichtung. Wir haben den Deckel dafür. Das war sogar mit Unterdruck versehen und hatte eine Druckanzeige dran, sodass der Motor konserviert trocken ist. Es gibt dann hier überall Trocknungsmittel, Beutel mit Trocknungsmittel drin. Moment. Wie, ach, dann wird wirklich der Motor gelagert und transportiert mit Unterdruck hier drin? Richtig, ganz genau. Hier ist Trocknungsmittel, alles voll. Dass ja nichts passiert. Ganz genau. Egal wie wo. Der war jetzt 21 Jahre eingelagert. Der ist 1999 überholt worden. Dann kam der in diese Transportkiste und dann wurde der bei der Bundeswehr eingelagert. So, und ein paar Daten zu den Dingen, wie ist der Hubraumleistung? 5,2 Liter Hubraum. Ich hätte jetzt gedacht mehr. Nein, nein, nein. Das ist 210 PS bei etwa 3000 Umdrehungen die Minute. Und Gewicht müsste bei ungefähr, schätze ich grob, 720 Kilo liegen. Weil das ist die Leichtbauversion. Ah, okay. Und weil dieser Deckel aus Aluminium ist, das Thermostatgehäuse ist Aluminium, sogar das Ölpumpengehäuse ist aus Alu und hinten der Getriebeträger auch. Und das ist bei den Baumaschinenmotoren zum Beispiel oder bei den Motoren, die in LKWs waren, aus Gusseisen. Mhm. Aber dieser Panzer war schwimmfähig und vermutlich wären das die Kilos gewesen, die ihn hätten untergehen lassen. Und wie kommst du jetzt dazu, sowas zu kaufen? Es gibt zwei Gründe. Einmal hatte ich damit zu tun, als ich bei der Bundeswehr war. 1983 habe ich in einer Instandsetzung geschraubt an so einem Panzer. Mhm. Das zweite war, dass ich einen Ranchero hatte, den ich einmal für die Viertelmeile schnell machen wollte. Und das hat eigentlich nicht funktioniert. Der war einfach zu groß und zu schwer. Und dann hatte ich überlegt, da baue ich dann einen anderen größeren Motor rein. Dann habe ich einen Motor dafür aufgebaut, habe den Ranchero zerlegt. Dann war er zerlegt. Dann sagte meine bessere Hälfte, den kriegst du nie wieder zusammen. Und dann ist jetzt aus dem Projekt, machen wir aus einem großen Pickup ein Viertelmeile-Renner, das Projekt geworden, machen wir aus einem großen Pickup irgendwas, was kein anderer hat. Und da ist jetzt dann der Plan, so einen Zweitakt-Diesel einzubauen. In den USA gibt es das hin und wieder, gelegentlich, da machen die Leute das. Aber das heißt, der ist auch so von der Laufkultur her, wie der so Gas annimmt und so, schon so, dass man ihn im Auto fahren kann. Weil meistens so diese, so ein Panzer und sowas, bin jetzt auch kein gefahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass man den anders fährt als so ein Automotor, wo man nochmal so Gänge durchschaltet und so weiter. Diese Motoren gab es auch in LKWs. Okay. Also die waren auch durchaus allerdings in größeren LKWs. Und wieso hat man da einen Zweitakter als Diesel genommen? Weil die Zweitakter damals leistungsfähiger waren als die Viertakter. Mhm. Ganz einfach. Weil Viertakt-Turbotechnik war noch nicht so verbreitet im Pkw-Bereich. Und kurioserweise wurde in den 70er Jahren sogar damit geworben, dass die 10-15% weniger Treibstoff fressen als die vergleichbaren Viertakter. Nehmen wir das mal so hin. Der Unterschied ist halt, dass dieser Zweitakter ein Direkteinspritzer ist und die Viertakter damals waren vielleicht Vorkammermotoren und Vorkammermotoren haben eine schlechtere thermische Effizienz. Mhm. Also in der späteren Version gab es diesen Motor nochmal mit Turbolader und dann später dann nochmal mit elektronisch gesteuerter Einspritzanlage. Und in der aktuellen Version, das ist nicht dieser Motor, hat er dann so 400 PS ungefähr über den Daumen. Mhm. Aber der hier, wie gesagt, so, das ist der nicht aufgeladene Motor, so nennt sich das, obwohl er hier den Kompressor hat. Das wäre meine nächste Frage. Ja. Da ist aber ein Kompressor hinter. Nein, das ist der Kompressor. Ist richtig Kompressor. Also nicht aufgeladen, aber trotzdem mit Kompressor. Ganz genau, weil er muss ja für den Spülvorgang die Spülluft in die Zylinder blasen. Und wie das beim Zweitakter ist, geht das ja üblicherweise durch die Kurbelgehäusepumpe. Das heißt, der Kolben geht runter, verdichtet dort das Gemisch. Und wenn der Kolben ganz runter geht, geht er die Überströmkanäle frei und durch den Überdruck im Kurbelgehäuse strömt das Gas nach oben. Das heißt, du brauchst Überdruck und Überströmkanäle. Wo jetzt der Überdruck herkommt, ist ja völlig egal. Und hier macht man das so, dass man den Überdruck durch einen Kompressor, der extern sitzt, erzeugt. Dadurch kann man das Kurbelgehäuse unten abschließen, wie beim Viertakter, und dann mit Ölpumpe und Gleitlagern so ausführen wie beim Viertakter, damit zuverlässiger gestalten. Und das Rußgebläse fördert einfach in die Zylinder direkt hinein. Mhm. Und beim Diesel ist es ja dann kein Gemisch, sondern einfach nur Luft. Mhm. Der hat dann 4 Auslassventile pro Zylinder und in der Mitte des Zylinderkopfes eine Pumpe-Düse-Einheit, so ähnlich wie beim VW-TDI. Und wie ist das gesteuert dann auch? Das sind Nockenwellen hier. Auch ganz normal über so wie du sagst, Auslassventile hat er auf der Einlassseite dann genauso auch Ventile. Einlassseite sind die Schlitze rundherum. Mhm. Da müsste ich so eine Büchse holen, dann kann man das sehr gut veranschaulichen. Und dann der Auslass sind 4 Auslassventile. Und wie wird das, aber es muss ja trotzdem irgendwie auf der Einlassseite gesteuert werden, oder? Das ist dauerhaft oder drauf? Das ist schlitzgesteuert. Okay, cool. Mhm.
Verstehe. Wie die Überströmkanäle im normalen Zweitakter auch. Also theoretisch schon dauerhaft Kompressordruck drauf, Schlitz geht auf, Luft strömt. Richtig, ganz okay. Krass. Ja, also das würde für dieses Video, also ich finde es höchstgradig interessant, würde natürlich jetzt den Inhalt hier komplett sprengen, wenn wir da jetzt noch detaillierter drauf eingehen. Das müssen wir auf jeden Fall aber nochmal machen. Weil das ist ja wirklich mal, auch ich glaube, so eine Technik gibt es heutzutage auch gar nicht mehr, oder? Oder wird das bis... doch. Und zwar erstens, alle großen Containerschiffe und zum Beispiel Öltanker haben Zweitaktmotoren, weil die einen geringeren Spritverbrauch haben als die Viertakter. Nur die Kreuzfahrtschiffe nicht, das liegt aber an den Vibrationen, die so besonders langsam laufende Riesenmotoren erzeugen, die dann als Stampfen durch den ganzen Rumpf gehen und sich nicht dämpfen lassen. Also die größten sind Zweitakter und dann ist es so, dass im Militärbereich zum einen einige Panzer Zweitaktmotoren haben, aber dann Gegenkolben Zweitaktmotoren. Das ist dann nochmal die Tuning-Variante von dieser Version und die Firma Achates Power zusammen mit Cummins entwickelt gerade Zweitaktmotoren für LKWs und auch für den militärischen Bereich. Wie ist das bei so einem Motor dann auch mit Thema Schmierung und so weiter, was so Kolben und all sowas angeht? Auch wie beim Viertakter dann von unten? Ja. Okay, also hat man alles darüber geregelt, dass es untenrum aussieht wie ein Viertakter. Richtig, der hat unten eine Ölwanne, eine Ölpumpe, Ölfilter, so wie beim Viertakter, Gleitlager. Man hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Die Schmierung ist ein bisschen trickreicher als beim Viertakter, aber grundsätzlich ist es wie am Viertel. Und der dreht jetzt 3000 Rücken? Ja, genau. Was ja dann eigentlich schon relativ viel ist, weil das ist ja dann fast wie 6000 beim Viertakter übertrieben gesagt. Ne? Und es klingt auch so. Ja. Das ist, du hast ja die doppelte Anzahl Takte und dann klingt der auch, als wenn der viel höher drehen würde. Also die machen richtig Lärm, die Dinger. Und qualmen auch ein bisschen und haben eine super Gasannahme. Die haben eine Gasannahme, die sich mit einem normalen Dieselmotor nicht vergleichen lässt. Überhaupt nicht. Der hat eine Gasannahme wie ein Benziner. Richtig. Vom, vom. Krass. Kann ich jetzt so leider nicht vorführen, aber demnächst in diesem Kino. Brauchen die dann auch genauso eine Resonanzkammer? Nein, überhaupt nicht. Komplett passé alles das Thema. Ja. Weil es einfach bei der ganzen Auslegung nicht notwendig ist? Oder könnte man es als weiteren Leistungsstep sich theoretisch tatsächlich überlegen, so eine Birne ranzubringen? Die Birne beim normalen schlitzgesteuerten Zweitakter benötigt man ja, weil der eine symmetrische Spülung hat. Das heißt also, es wird erst der Auslasskanal geöffnet, dann öffnen die Überströmer und als erstes schließen auch wieder die Überströmer und danach der Auslasskanal. Weil es einfach kolbenbedingt so ist, kolbenbedingt hoch ist das und wieder runter geht. Richtig, das heißt also, man hat dann während der Kolben hochgeht und der Auslass noch geöffnet ist, Frischgasverluste in den Auslass, die man durch die Resonanz in der Birne wieder zurückbefördert. Diese Motoren haben ja Nockenwellen für die Auslassventile. Ah, okay. Das heißt also, sie können asymmetrisch gesteuert sein. Das heißt, die Auslassventile werden früher geschlossen, als sie geöffnet werden. Und durch diese asymmetrischen Steuerzeiten sind die Spülverluste sehr gering. Das heißt, der Nocken sieht da nicht, ist nicht... Ja, symmetrisch, sondern ist von der... Die Lage des Nockens zu dem Hub des Motors ist ein bisschen versetzt. Das heißt, du hast den Nocken ein bisschen früher eingestellt, Auslassventile öffnen etwas früher und schließen dafür auch früher, als zum Beispiel der Kolben läuft. Auf jeden Fall sensationelle Erklärung gerade, das Birnenauspuff am Zweitakter, da habe ich schon mit vielen Leuten immer drüber gesprochen und das war gerade wirklich, glaube ich, in wenigen Sätzen schnell erklärt. Okay, so. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Jetzt haben wir doch wieder ein bisschen Technik zusammenbekommen. Auf die mich interessiert die Zweitakt-Thematik fast sogar mehr als die Viertakt-Thematik. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal was machen. Plan so lassen und ins Auto rein, beziehungsweise Pickup oder? Erstmal ja, aber ich habe schon einen Satz größere Injektoren dafür und noch einen Turbolader, sodass ich plane, von 210 vielleicht aufzurüsten auf 280 PS oder so, dann ist auch so langsam Schluss. Und ist schwierig. Der Turbolader drückt dann vor den Kompressor oder wie baut man in das? In den Kompressor rein, ganz genau. Okay, also man vorverdichtet quasi vor dem Kompressor und der verdichtet dann nochmal weiter. Ganz genau. Ich habe es tatsächlich leider wieder verkackt. Der Gute heißt Amel und nicht Amer. Ich habe nochmal nachgeguckt. Versprochen, in Zukunft war das allerletzte Mal Amel. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich mal auf Amer komme, aber... Ich weiß es auch nicht. Aber Amel von Amstec Motors. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.